Ciao ragazzi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war jetzt länger nicht mehr unterwegs und habe mir gedacht, was kann man machen, was man vorher nicht gemacht hat? Ich hätte schon Bock mal auf so einen richtig coolen Foodblog. Dann habe ich ein bisschen im Internet geguckt und wo sind wir gelandet? In Bologna sind wir gelandet. Zwei Tage voller Essen, Trinken, Hitze genießen und wieder Essen und Trinken. Vielleicht nimmst du? Ich hoffe nicht. Egal, man lebt einmal, Leute. Nee. Ich habe keinen Bock wieder auf Diät. Danach Fitness. Wir sind jetzt ins Apartment gekommen, haben unsere Sachen da abgeworfen und haben gesagt, wir gucken jetzt auf jeden Fall, dass wir was Authentisches, Italienisches essen. Und wenn wir den Laden finden, zeige ich euch das natürlich. Bis gleich. Bester Begleiter im Urlaub natürlich wieder Google Maps. Wir sind gerade mal seit anderthalb oder zwei Stunden hier und ich habe jetzt schon 5 Mückenstiche und der Herr Andrea hier, mein Namensvetter, hat auch schon 3, 4. Aber süßes Blut hält uns aber nicht davon ab, hier was zu trinken. Wir haben auch direkt uns für Pasta entschieden und Lasagne. Mal gucken, ob wir heute Nacht die Nacht auf Klo verbringen oder oder hier weiter. Buongiorno ragazzi, erster Tag von die Bologna Tour. Ja, gestern ein bisschen Italienisch gelernt. Buongiorno. Ja, gestern Nacht war nicht so erfreulich. 25, 26 Grad im Zimmer, keine Klimaanlage. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ich halte das nicht mehr aus. Dann habe ich mich einfach in der Küche auf dem Boden gelegt. Aber heute Nacht werden wir auf jeden Fall die Matratzen vom Schlafzimmer rausholen, in die Küche legen, weil da hast du Durchzug. Und da hast du auf jeden Fall mehr Chance zu schlafen. Der ist kurz zum Obdachlosen gerufen. Ja, ich habe mich einfach auf die Decke gelegt, auf den Boden. Ging halt nicht anders. Ich habe sogar schon nach neuen Hotels geguckt. Auf jeden Fall haben wir, wie ihr jetzt hört, Punkt 8. Am Glockenschlag habt ihr es erkannt. Und um 8 Uhr machen die ganzen Cafés auf. Also die Cafés, die ich cool finde, die wir jetzt rausgesucht haben. Und da fetzen wir jetzt 4, 5 Croissants weg. Aber wie ihr bestimmt seht, ist das hier ein ganz anderes Leben. Du stehst hier morgens um 7, 8 Uhr auf, gehst raus, spürst schon diese Energie von der Sonne. Nachher spürst du die Energie von den Kellnern, die dich abzocken wollen. Aber die Energie ist auf jeden Fall da. Wollen wir mal das gute Zeug hier probieren? Cappuccino. Was mich aber am meisten interessiert, ist dieses schwarze Croissant hier. Das ist gut. Ja, mit Marmelade. Ist auch? Ja. Ist original. Ein bisschen trockener, ja. Der sieht aber aus, als ob der 6 Monate alt wäre. Guck mal. Ist zu trocken. Guck mal, hier steht Bergapfelsaft und dann Birnen. Bei dir auch Bergapfelsaft, Aprikosen. Auf dem Weg, um den nächsten Spot zu finden, laufen wir hier einfach rum. Aber hier sieht nichts gleich aus. Egal, wo du hingehst, du siehst immer was Neues. Und ich finde auch, du kannst das hier sehr gut zu Fuß erreichen alles. Du brauchst jetzt nicht zwingend ein Taxi oder einen Mietwagen. Aber Uber gibt es auch hier, deswegen
Wenn es eine längere Strecke sein sollte, dann kann man auch mit Uber wohin fahren. Jetzt, ansonsten joggen, Junge. Ansonsten laufen wir jetzt einfach hier durch die Gegend und gucken uns alles an. Und wenn wir gleich genug verdaut haben, dann müssen wir uns auf jeden Fall dieses Mortadella-Brötchen reinziehen. Ich mag das nicht, wenn die Brötchen so überladen sind, dass wenn du da reinbeißt und seitlich alles rausgrillt, das mag ich nicht. Also erstmal gucken. Dezent. Muss alles schön lecker aussehen. So Leute, in genau 5 Minuten ist es soweit. Dann probieren wir das erste Schmankerl, und zwar frittierte Tortellini. Ich denke mal, das wird nichts sein, aber mein Namensvetter Andrea hier ist überzeugt, dass das schmecken wird. Positiv denken, ja? Ja, positiv denken hin oder her, aber ich frittiere doch keine Pasta, das kann doch nicht schmecken. Sag niemand. Aber wir werden jetzt einfach sehen. Gleich. Da haben wir nur der Pasta Germania, ne? Da haben wir uns ein Video TikTok. Okay, siehst du? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das was wird. Der kann doch selber kein Italienisch. Wir warten jetzt hier, dass wir die frittierten Tortellini kriegen. Und dann machen wir direkt ein Tasting. Das Ding hat 7 Euro gekostet, ne? Schaut mal, was für eine Portion das ist. Einfach Snack zwischendurch. Weil das ist Sahne, ne? Ja, dann schreib doch mal. Probier doch einfach. Hey, du denkst, das sind chinesische Nudeln oder was? Ja, was soll ich denn machen? Man steht da so rein, Junge. Weißt du, wie das schmeckt? Mit kleinen Hummer, so mit Chips. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen wie Chips, aber du weißt doch, wenn mittags Nudeln übrig geblieben sind. Und so hart geworden sind? Ja. Und dann machst du die in der Pfanne so warm. Mit Öl. Ich meine, ist okay, aber dafür 7 Euro zu bezahlen, finde ich jetzt ein bisschen viel. Nimm mal Stab. Hörst du mal. Ich habe doch gesagt, mein Gefühl täuscht mich nicht. Aber so schlecht sind die aber auch nicht. Ja, die sind nicht schlecht, aber die sind nicht gut. Ich gebe dem Ganzen eine 6. 3 von 10. Das haut mich nicht um. Ich auch nicht, aber ist okay. Ich bin sowieso nicht so der Tortellini-Fan, und dann soll ich die noch frittiert essen? Für den kleinen Hunger reicht das. Leute, in einer Stunde nächste Foodspot. Wir haben einfach nur gedacht, komm, wir trinken einen Aperol Spritz und eher eine Sprite, aber guck mal, was die hier noch dazu bringen. Das ist doch nicht normal. In Italien ist Standard, Leute. Ja, Andrea meint, in Italien ist das Standard, aber wer soll denn jetzt noch was essen? Aber das, worum es hier eigentlich geht, ist der Aperol Spritz. Ja, genau. Ist alles inklusive im Preis von 15 Euro für den Aperol Spritz. Ich weiß noch nicht mal, wie viel das kostet. Keine Ahnung. Ich habe 2 Aperol Spritz gehabt. Der Andrea hat eine Sprite gehabt. Plus diesen ganzen Extras, die wir hatten, die natürlich dazukommen, habe ich am Ende 22 Euro bezahlt. Wir sind an unserem zweiten Foodspot angekommen. Ich hatte jetzt keine Lust auf so ein Brötchen vollgestopft mit Mortadella, Mozzarella und. Deswegen habe ich hier einfach Mortadella mit Käse genommen, wie man hier sehen kann. Ich glaube mal, das wird bis heute Abend reichen. Aber ich mache jetzt den Biss-Test. Boah. Ehrlich jetzt, ehrlich. Krass, oder? Alleine, weil die Mortadella kurz auf den Grill geschmissen haben, das Brötchen auf den Grill geschmissen haben und den Provola-Käse und dann noch der Pfeffer oben drauf. Super. Also so kriegst du es in Deutschland nicht. Wie viel? Note? Note? 9 von 10. Ja, ne? 9 von 10 auf jeden Fall, weil ich denke, hier gibt es auf jeden Fall noch was Besseres. Machst du nochmal einen saftigen Biss? Mmh. Saftige Biss, Junge. Boah.
Boah. Qualität. Boah. Gib mir das mal an, Leute. Qualität. Cheers. Leute, es ist aber echt unnormal warm hier. So schwül. Man schwitzt einfach beim Trinken, obwohl die Eiswürfel drin sind. Ja, ja, man schwitzt beim Trinken und gerade riecht es hier sowas von nach Kanal. Riechst du das? Nee, jemand ist Eikos. Ja, okay. Ich hab gedacht, der blass ein bisschen. Furz. Ja. Ich schenke mal Furz. Auf jeden Fall, Leute, wir gehen heute dritter Foodspot. Heute Abend. Den zweiten Foodspot habt Fuß. Der steht auf Füße. Den zweiten Foodspot habt ihr ja gesehen, der war richtig geil. Und ich hoffe, der dritte, der wird uns noch besser gelingen. Aber es ist noch ein bisschen Recherche nötig, aber das schaffen wir schon. Ey, dieses Brötchen war echt 9 von 10 auf jeden Fall. Habt ihr ja gesehen. So, nach 4 Aperol Spritz und 18.000 Schritten ist es heute Abend auf jeden Fall wieder soweit, dass wir uns was Schönes zu essen aussuchen. Was wir essen, steht noch nicht fest. Die Auswahl ist Fisch oder Fleisch. Wenn wir heute Fisch essen, essen wir morgen Fleisch. Wenn wir heute Fleisch essen, essen wir morgen heute Fisch. Das ist sehr schlau von dir. Buongiorno aus Bologna. Da wir gestern Abend uns ziemlich verquatscht haben und gar nicht auf die Uhr geguckt haben, sind wir ohne Essen ins Bett gegangen. Und das holen wir jetzt gerade hier nach. Ich zeige euch das mal. Es gibt Croissants mit Marmelade. Ich habe zwei mit Marmelade und zwar einmal Erdbeer und Pfirsich. Und er hat Nougat. Stimmt, also Nougat und Crema. Was war denn mit dem los? Ja? Also Leute, da das Wetter nicht so das Beste heute ist, von den Temperaturen her ist es auf jeden Fall noch warm, aber es hat zwei, dreimal so ein bisschen getröpfelt, haben wir uns gedacht, dass wir heute in ein, haltet euch fest, in den größten Food-Freizeitpark der Welt gehen. Der war ein paar Jahre lang geöffnet hier in Bologna, der hieß Fico World Italy. Dann ist er geschlossen worden und genau heute haben sie den wieder eröffnet. Da gehen wir direkt mal hin. Aber ich denke mal, für mich wird das dort ein separates Video sein, weil das sonst diesen Reisevlog-Rahmen sprengen würde. Also Leute, ich würde jetzt mal sagen, wir machen eine kleine Planänderung, weil das ist nicht das, was ich hier erwartet habe. Es ist doch etwas kleiner, denke ich. Aber da das sowieso ein Foodblog wird, packe ich das mit hierbei und wir machen hier jetzt einfach weiter. Ich zeige euch mal, worum es hier geht. In diesem Food-Freizeitpark sind alle Regionen Italiens ausgestellt und die stellen sozusagen ihr Essen und ihre Getränke aus. Und wir fangen jetzt einfach hier an mit Doc Basilicata. Ne, Bologna. Hier ist Bologna. Wir laufen jetzt hier durch die Gegend und suchen die knusprigen Sachen. Leute, es ist nicht so voll wie erwartet. Besser für uns. Dann geht es auch schneller hier. Und die wichtigste Stadt, Insel, kommt zum Schluss.
Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr auch schon mal in Italien wart und wo. Und ob es euch gefallen hat. Sogar napoletanisch, angeblich. Wollen wir eine Runde rutschen? Da es draußen wie aus Eimern regnet, ist das ganz okay hier. Aber ich finde es jetzt schon ein bisschen langweilig. Ich denke mal, dass wir gleich wieder zurückfahren und uns im Zentrum die richtigen Sachen anschauen und die richtigen Sachen essen. Ich glaube, es ist erstmal Zeit, dass wir was trinken, oder? Aperol Spritz. We may be forced to cause a scene. Make some trouble, baby. Unser erster Aperol Spritz hier. Auf der Foodmesse natürlich, weil Aperol Spritz hatten wir schon so einige. Die Leute hier sehen uns zu zweit mit Tattoos und weiß ich nicht, Bart und keine Ahnung und denken direkt, wir wären schwul. Gerade eben der Typ macht uns die zwei Aperol Spritz, stellt die uns hin und dann sagt er, prego, mir due fanciulle. Wo ich mir gedacht habe, ey. Da muss sagen, was fanciulle ja, bedeutet. Wie soll ich das übersetzen auf Deutsch? So zwei Süßen oder nicht? Ja. So ihr zwei Süßen? Ja. Ich mir denke, hä? Mit der hier, wir haben euch sogar Karotten gebracht. Was soll ich mit den Karotten machen? Also Leute, um ehrlich zu sein, wenn es jetzt nicht geregnet hätte, wäre ich hier gar nicht hingekommen. Wir sind jetzt wirklich nur hier gewesen, weil es geregnet hat. Ist schön und cool. Aperol Spritz hier gehabt, Aperol Spritz da gehabt. Essen haben wir jetzt gar nicht probiert. Aber da seht ihr mal, was euch hier erwartet, wenn ihr zur Grand Tour Italia geht. Ex Fico World Italy. Ich fand es jetzt nicht so berauschend. So Leute, wir haben uns gedacht, wenn wir schon hier in Bologna sind, dann müssen wir uns auch so eine schöne Platte Mortadella bestellen mit Brötchen. Dann noch einen schönen Aperol Spritz dabei. 5 Euro hier. Was denn? Das Aperol Spritz. Aperol Spritz 5 Euro? Ja, noch billiger. Ja, ist okay. Ah, guck mal hier, Zero Cinquantino, das, was sie gesagt hat. Ah, ja, wisst ihr? Was für ein Zufall? Was für ein Zufall? Ich nehme erstmal ein Wasser, ich muss erstmal klarkommen, ja. Klarkommen, worauf? Mortadella. Tja. Per me è un'acqua naturale o frizzante? Frizzante. Per me è un'acqua frizzante pure. E il green spritz al cedro, che cosa? Se hai un alcolico al cedro con il prosecco. Allora, proviamolo, dai. Proviamo. E poi prendiamo il taglierone di salume e formaggi misti. Grande, accompagniamo con tigelle, focaccia, solo tigelle, solo focaccia. Possibile di averlo misto? Lo faccio. Sì, assaggiamo. Perfetto. Posso così, ragazzi? Per adesso sì, grazie. 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 Prego, grazie. 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 Oh. Was haben wir denn hier? Das muss auf jeden Fall mal gezeigt werden. Guten Appetit, würde ich sagen. Oh, das Brot ist noch warm, ne? Nehmen wir denn hier? Schmeckt wirklich echt lecker. Du merkst auch. Frisch geschnitten, ne? Klar kannst du das jetzt nicht als komplette Mahlzeit ansehen, ne? Aber wenn wir jetzt heute Mittag Nudeln gegessen hätten und heute Abend wieder, ist unnötig. So haben wir von allem etwas probiert. Boah. Bombe? Boah. Oh ja, Mann. Schau mal jetzt auch ein. Der ist richtig lecker. Wenn ich probiert, ne? Selber schuld. Wer ist das? Boah, ist der lecker. Pesca? Da wir hier in Bologna sind und ich meiner Frau auf jeden Fall was mitbringen möchte, aber ich hier auf keinen Fall Schinken und sowas mitbringen kann, habe ich was gefunden,
was sie bestimmt mögen wird. Leute, wir haben es jetzt in eine Trattoria geschafft. Diese Trattoria habe ich bei TripAdvisor gefunden. Die Bilder sahen schon richtig cool aus. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das Essen auch so aussieht wie auf den Bildern. Wollen wir das gute Stück mal hier probieren? Okay. Geschmack hier ist das super. Ja? Also, wie ihr gesehen habt, hier ist nochmal der Laden hinter mir. Ich fand es sehr lecker. Die Portionen sind wie hier in Bologna irgendwie überall überschaubar. Aber sehr lecker dafür. Ich glaube, die machen die Portion was kleiner, weil die spekulieren, dass du danach noch mal einen Hauptgang nimmst oder ein Dessert. Und jetzt wollen wir mal so gucken, was hier noch geht, ne? Wenn wir wieder in Deutschland sind, habe ich genau eine Woche zu arbeiten. Und dann geht es auch schon wieder auf einen Kurztrip. Und zwar geht es für uns beide dann nach Marrakesch. Buongiorno ragazzi aus Bologna. Aufgestanden, Checkout gemacht, Schlüssel am Tisch liegen lassen, rausgegangen. Und jetzt haben wir uns wieder eine Location gesucht zum Frühstücken. Es gibt fetten Bacon mit verrutschtem Brötchen. Auf jeden Fall gibt es Bacon mit Spiegelei und Brötchen, Cappuccino und Succo di frutta alla pesca. Und das Beste darf nicht fehlen, Cavagnino. Bevor wir heute zum Flughafen fahren, werden wir aber noch einen zweiten Mortadella-Shop austesten. Den hat der Andrea gestern im Bett während dem TikTok-Gucken entdeckt. Da der nicht so weit entfernt ist von unserem Standort gerade, haben wir uns gedacht, dass wir gleich dahin fahren, beziehungsweise gegen 12, 1 Uhr, bevor wir zum Flughafen fahren. Wisst ihr, was das Riesenproblem ist, wenn ihr um 10 Uhr auschecken müsst, aber der Flieger erst um 16 Uhr geht? Ihr müsst wie so ein Hampelmann hier rumlaufen. Alles viel zu schwer. Sieht natürlich auch mega kacke aus, aber ich sehe aus, als ob ich gerade in Kolumbien irgendwie Pakete verteile. Aber ist jetzt halt so. Wir gehen jetzt noch gleich ein bisschen shoppen. Ich hoffe, wir können uns noch ein Cappuccino hier reinziehen, weil gerade eben wollte ich, wo wir frühstücken waren, noch einen zweiten Cappuccino holen. Ich habe ihn zwar bekommen, habe aber 20 Minuten an der Schlange gestanden für einen Cappuccino. Ja, ich habe 20 Minuten auf den Cappuccino gewartet und habe in 20 Sekunden den weggetrunken. Aber ich denke mal, hier werden wir gleich noch einen Café finden, wo wir uns noch hinsetzen können. So Freunde, für uns geht es ja jetzt gleich wieder zurück nach Deutschland. Aber weil wir hier in der Nähe vom Hauptbahnhof sind, haben wir noch gegoogelt, dass wir einen schönen Mortadella-Shop finden. Ich zeige euch jetzt mal die Aufnahmen von dem Mortadella-Shop, in dem wir waren. Die sind schon fertig, guck mal. Und jetzt, wo ihr gesehen habt, was für schöne Brötchen es dort gibt, zeige ich euch, was ich genommen habe. Hier habt ihr nochmal den Mortadella-Shop. Der ist direkt am Hauptbahnhof. Aber da ich nicht so viel Schnickschnack haben wollte, habe ich mir einfach nur ein ganz normales Brötchen bestellt. Voll mit Mortadella. In Deutschland kennt man das Brötchen unter dem Namen, boah, wie heißen die nochmal? Kaiserbrötchen, genau. Guck mal her. Reine Mortadella drin, kein Schnickschnack. Wollen wir das Ding mal probieren hier? Schmeckt sehr gut. Aber ich würde sagen, das andere war besser. Meiner Meinung nach. Das andere ist kurz angegrillt worden, da war noch Käse oben drauf. Damit will ich nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber das andere fand ich geschmacklich besser. Aber, wenn wir schon hier dabei sind,
da wir gleich auf dem Weg zum Flughafen sind, würde ich das jetzt hier als Schluss dieses Food Vlogs nehmen. Das heißt, wenn euch das alles gefallen hat und ihr Bock habt auf die nächsten Videos, dann Daumen hoch, Glocke abonnieren und schon sehen wir uns beim nächsten Video.